dann gucken wir noch mal ganz kurz ins Inventar, nämlich in die Outfits. Kaja-Seide mittel und dann haben wir Kaja-Seide schwer. Dieses Gewand aus feinster Meridian-Seide, Leder und Maschinenteilen bietet wenig Schutz. Wenig Schutz ist aber sehr anpassbar. Okay, naja, das müssen wir dann auf jeden Fall dann auch machen. Wir haben hier ja schon ein paar Effekte, ein paar grüne Effekte drauf. Ich würde mal sagen, dass wir die auch gleich mal modifizieren. Das werden wir mal eiskalt tun. Und zwar hier. Fernangriffsschutz. Gewebe, sehr selten. Fernangriffsschutz. Wir sollten auf jeden Fall lila nehmen. Nahkampfschutz, Gewebe. Also das finde ich schon mal sehr gut. Plus 17% Nahkampfschutz. Haben wir noch was Besseres in der Richtung? Nein. Gut, wir nehmen dann erstmal die, würde ich sagen. Die Mod ausrüsten. Dann haben wir so ein bisschen Schutz gegen Nahkampf. So, dann haben wir Schutz, Schock, Schutz. Haben wir noch was gegen Eis? Nee, ne? Doch gut, hier haben wir was gegen Eis. 20%, 15%. Finde ich ganz witzig bei diesen, weil wir ja gegen die Schnappmäuler zum Beispiel und gegen die Grauhabichte, die haben ja Eisstärke. Also wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir da Eisschutz noch mit reinnehmen. So, da haben wir noch ein bisschen Eisschutz. Und was haben wir noch? Fernangriffsschutz und Nahkampfschutz. Fernschutz, Feuerschutz könnte man machen. 22%, der hat 17. Die sind sowieso schon automatisch sortiert, dass man die besten Sachen vorne hat. Das finde ich eigentlich ganz fein. Verderbnis, 17% Tarnung, finde ich jetzt auch nicht so übel. Oder Fernangriffsschutz. Also ich bin dann mehr so, ich glaube, wir machen erstmal Tarnung. Später, wenn wir nachher die Fähigkeit haben, Mods auszutauschen, dann werde ich das vielleicht auch nochmal tun. So, dann haben wir noch ein bisschen Tarnung drauf. Dann haben wir also ein bisschen Tarnung. Wir haben ein bisschen mehr, wir haben Schutz gegen Eis hauptsächlich. Und dann auch noch Nahkampfschutz. Das heißt, gerade so wie bei jetzt, gerade eben bei den Banditen oder so, dann hat man da wieder ein bisschen mehr Schutz drin. Ich glaube, das ist gut so. Das machen wir erstmal. So. Wie sehen wir denn aus? Oh, neue Gewänder. Sehr schön. Sieht ja ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, es ist Seide, aber sieht ja auch ein bisschen tuntig aus. Aber naja, gut. Ist so. Also, wir haben aussortiert. Ich muss nochmal sehen, dass wir hier sammeln gehen. Wir haben hier einiges geholt. So. Wir brauchen natürlich noch Holz, brauchen wir ohne Ende. Brauchen wir wirklich ohne Ende. Das brauche ich, glaube ich, nachher auch für eine Aufwertung, meine ich. Deswegen erstmal alles an Holz mitnehmen. Und ich glaube, für eine Aufwertung brauche ich sogar 300 Holz oder so. Also das ist schon wirklich, wirklich abartig. So, da brauchen wir nichts. Achso, wir könnten... Warum eben hatten wir doch noch... Oder vorhin hatten wir doch noch ein Fitzelchen weniger Energie. Naja, gut, kann sein, dass er das wieder aufgefüllt hat jetzt zum Schluss. So, was haben wir da? Wüstenglas. Drängen mich aus dem Geschäft. Sind das die Steine, die wir geworfen haben? Rein zufällig? Das würde ich ja witzig finden, wenn man die automatisch auch wiederfindet. Achso, und speichern sollten wir ja auch nochmal. Oh mein Gott. Und hier sind ja auch noch viele feine Sachen. Nein, das wollte ich nicht. Den will ich da anlegen. So, Vorratskiste. Oh, da können wir, glaube ich, auch wieder ein paar Sachen vertickern, wie das aussieht. Oh, viele feine Sachen. Stolperfalle, cool. Noch eine komische Stolperfalle. Darum liegt auch noch was. Oh, hier liegt zu viel. Stein. Ja, siehst du, das sind garantiert die Steine, die wir geworfen haben. So. Oh, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Da sind aber viele nette Sachen dabei. Also so Tränke und sowas. Braucht man sich dann gar nicht mehr herstellen. Das finde ich sehr gut. So, wir speichern nochmal ab. Stein. Nehmen wir auf. Obwohl, warte, nee, wir speichern noch nicht ab, sondern ich werde erstmal alles einsammeln. Und dann können wir speichern. Das reicht auch. Holz. Dann brauche ich nämlich nicht dann nochmal von vorne anfangen, falls ich mal sterben sollte. Ah, so, noch ein Stein nehmen wir auf. Noch ein Stein. So.
Kann ich nicht rüberspringen, schade. Ich hatte hier doch noch was gesehen. War das hier hinten bei ihm? Ja, hier ist noch ein bisschen Holz. So. Und da ist schon wieder ein Riesenvieh. Ist das einer von den ganz Großen? Kann ich gar nicht scannen, schade. Ob das der ganz Große ist oder ob das eben nur einer... Ob das ein Säbelzahn ist. Und da liegen Leichen. Da waren wir schon, ne? Da waren wir schon. Ja. Da liegt also nichts mehr. Ich glaube, hier vorne links liegt noch etwas. Hier komme ich nicht lang. Oh doch, komme ich. Ach, da kommst du rüber. Aber über den Zaun vorhin nicht, oder wie? Naja. Naja. So, ich glaube, da müssen wir auch alles haben, weil hier waren nachher die Gefangenen. Ich glaube, das haut so hin. Ach ne, da ist noch ein bisschen Holz. Holz, wir müssen Holz haben. Holz. Können auch nochmal gleich bei den Moodys mal gucken, beziehungsweise was wir noch brauchen zum Aufwerten von den Beuteln. Können wir eigentlich jetzt mal machen. So, Fertigkeiten herstellen. Tragekapazität, da will ich hin. So, da sind wir noch nicht auf Max. Da brauchen wir noch eine Kaninchenhaut. Was ist denn das überhaupt? Waffenbeutel, vergrößerte Waffenbeutel. Ja, okay, bräuchten wir jetzt auch nicht zwingend, aber ist egal. Ich will alles auf Max haben. So, das ist auch alles Max. Da brauchen wir noch eine Waschbärhaut für und Reinholz. Haben wir noch nicht genug. Trankbeutel, obwohl wir Tränke eigentlich auch kaum brauchen. Sollten wir aber auch mehr nutzen. Davon mal ab. Einen Jägerbogenköcher habe ich schon ausgebaut. Scharfschussbogen haben wir auch ausgebaut. Da brauche ich noch eine Truthahnhaut für Schleudermunitionsbeutel. Ja gut, Schleuder nutzt man eigentlich auch so gut wie nie. Einen Rattenknochen brauchen wir noch für die Rassler, für den Rassler. Seilwerfer ist auch auf Max. Und Stolperfallmunitionsbeutel brauchen wir noch eine Wildschweinhaut für. Dann haben wir dann auch da das Maximum erreicht. Okay. Müssen wir auch mal gucken, zeitnah. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken, Fremdling. Wo ist jetzt der... Da ist er. Zum Speichern. Wo ist jetzt nochmal mein Händler? Der ist da. Können wir vielleicht auch mal ein, zwei Sachen verkaufen. So, Rohstoffe. Da habe ich doch einige Sachen gesehen, die man gut verkaufen kann. Munitionsherstellung. Okay, Geschäfte mit Händlern. Verkauf gegen mit Metallscherben. Was sind das überhaupt? Glattes, altes Amulett. Okay, verkaufen wir. Was haben wir da? Gekerbtes, altes Amulett. Verkaufen wir. So, dann haben wir Waschbärknochen. Ich glaube, der Rest war der Standard, den wir sowieso schon hatten. Waffen, ja, das ist sowieso immer so eine Sache. Doppelt haben wir sowieso nichts. So, Modifikationen haben wir auch noch einige auf Lager. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Dann speichern wir jetzt endlich mal ab. Und dann geht's nach Meridian. So, Meridian. Das müsste jetzt eigentlich auch markiert sein. Ich muss mal gucken, was hatten wir hier noch? Achso, okay, das war die andere Markierung. Die können wir auch mal wegmachen. Und das ist Meridian. Ach, rede mit Neil, okay. Wir müssen erstmal mit Neil reden. Okay. Onkel Neil. Da kommt mein Erster bei der Kluft aufgelaufen. Ja. Wie konnten Sie sie dorthin locken? Ja, wie konnte, wie sollte, wie möchte. So. Mal gucken, was Neil uns zu sagen hat. Er wird sich wieder einen Keks freuen. Ja, sie ist doch der Große. Meine ich doch, dass es der Große ist. Kann ich aber immer noch nicht scannen hier. Oder? Ich sammle aber auch immer wieder neue Sachen ein. Also wenn ich hier was finde... Alter, wo ist der denn ganz hingelaufen? Da ist er. Hallo. Na, Neil? Hat dir auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an. In der Stille. Ein Ruf zu den Waffen. Ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat.
Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen. Wozu Zeit mit Untersuchungen vergeuden? Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Für welche Verbrechen? Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis. Südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Töten, töten, töten. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Das denkst du. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Na gut. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Ja, das stimmt wohl. Und ich denke mal, das wird auch nicht das letzte Banditenlager gewesen sein. Mal gucken, wann wir Neil das nächste Mal wiedersehen. So, wo, in welche Richtung, in die Richtung geht's? Es ist wahrscheinlich wieder Meridian markiert. Warte mal, müssen wir mal bei den Quests gucken, das ist glaube ich ein bisschen einfacher. Die Stadt der Sonne tatsächlich Stufe 12. Was mich nur echt wundert, ich meine, wenn man sich mal so anguckt, das Waffenlager, ne, wo ich da als erstes war, das ist Stufe 25 und hier haben wir Stadt der Sonne Meridian Stufe 12. Wir sind jetzt glaube ich schon 28 oder so, oder ich muss gleich mal gucken, welchen Level wir haben, welche Stufe wir haben. Das heißt, ihr seht schon, dass das Waffenlager ganz, ganz weit nach hinten gerückt ist normalerweise. Also eigentlich hätten wir hier eigentlich schon vor zig Episoden eigentlich längst laufen müssen. Aber naja, was soll's. So, hier brauchen wir überall 3, weil wir haben die oberen Sektionen, haben wir schon alle soweit durch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Punkt. Den kriegen wir auch, denke ich mal, bald. Uns fehlen noch bummelig 6000 Punkte. Ein bisschen mehr. Und da können wir eigentlich schon mal gucken, was wir uns als nächstes holen. Ausweichtalent, Konzentration plus, Doppelschuss, Fallen entschärfen oder Munitionsbauer. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das als nächstes lernen. Fallen entschärfen wäre allerdings auch... Naja gut, Fallen nutzen wir eigentlich so gut wie nie. Doppelschuss. Was haben wir so? Schlag von unten wäre allerdings auch mal nicht verkehrt. Anführerschlag. Um Elite-Gegner lautlos zu erledigen. Ach so, guck mal, das wäre zum Beispiel so eine Geschichte wie gerade eben bei dem Anführer. Ich glaube, das ist ein Elite und den können wir sicherlich mit so einem Anführerschlag sicherlich dann auch mal kaputt machen. Das ist auch nicht verkehrt. Starker Schlag. Könnten wir sogar als nächstes machen. Stiller Sprint, Schnellladen, schnelles Nachladen, Dreifachschuss, Zurückschlagen, schwere Sperrangriffe, so. Verursacht mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit niedrig ist. Reitmaschine rufen. Bastler, Waffenspulen, Outfitgewebe. Ausbeuter plus. Okay. Okay, okay, okay. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, Notizbuch. Ach, warte mal, Notizbuch. Beziehungsweise unter Quests müssen wir mal gucken. Was die Tutorials sagen. Element, schieß Elementbehälter mit Beutefallen ab. Schockbolzen, Eisbomben, Schockbomben. Schockbolzen, schieß Elementbehälter mit Beutefallen ab. Wie Lohe, Kühlsaft und Zünder. Können wir natürlich auch mal machen, aber ich möchte erstmal Richtung Meridian. Oh, guck mal, dann haben wir gleich ein Reittier, das ist sehr gut.
Dann organisieren wir uns doch gleich mal ein bisschen was zum Reiten, würde ich sagen. Brauchen wir den Weg nicht laufen, dann können wir gleich direkt nach Meridian reiten. Schön da bleiben. Wir schnappen uns jetzt mal den rechten, den können wir auch gleich überbrücken. Jetzt mach schon. Wow, 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 wow. Ich würde ihn auch ganz gerne überbrücken, damit ich nicht wehtun muss. Wackelt er ein bisschen mit den Hintern? Na, kann ich dich überbrücken? Brauch noch ein Stück. Zack. Zack, und dann haben wir alle drei überbrückt. Sehr schön. So, und welchen nehmen wir jetzt? Das ist ja ganz toll. Ich glaube, wir sollten mal da oben hinreiten. Ist eigentlich wurscht, welchen wir nehmen. Das ist total Wumpe. Wir müssen nur schnell wegkommen, weil da hinten dieser große, kleine Spinner, den möchte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich über den Weg laufen. Weil der macht schon ordentlich Wumms. Deswegen machen wir mal einen kleinen Umweg. Ja, so. Da haben wir einen Speicherpunkt. Ups. Nein. Oh. So, Schnellspeicherung. Wo geht's denn lang? Wir nicht runter. Müssen wir also doch wieder außen rum. Na gut. Na gut, reiten wir halt außen rum. Meter. Siehst du mal, das geht auch schon mal schön fix. Und da sehen wir schon die Tore von Meridian. Ah, hoffe ich zumindest. Breitkopf-Areal entdeckt. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeit. Vor allem hier sieht das auch mal ein bisschen freundlicher aus. Guck mal, ich meine, guck dir mal die ganzen Pflanzen an, die Palmen und so. Hat so richtig schön was von Urlaubsparadies. Das gefällt mir richtig gut hier. Wie groß das hier ist. Krass. Allein da hinten gucken wir mal, was das für ein riesen, eine riesen Stadt ist. Zu krass. Einfach zu krass. Lagerfeuer entdeckt. Meridian Dorf. Wir speichern hier auch nochmal ab. Dass wir auch mit dem, dass wir auch... Ich arbeite jeden Tag hart. Jedes Mal, wenn ich spiele, ist immer der DualShock fast leer. Also ich weiß auch nicht, spiele ich zu viel? Na gut, ich sollte vielleicht Ghost Recon wahrscheinlich ein bisschen wieder spielen. Sollte lieber nicht darauf angeritten kommen. Ach, ich kann tatsächlich nur das hier reiten, das habe ich gerade nicht gesehen. So. Gut, wir sollen nach da. Es tut mir leid. Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt?
Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Kaja. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Okay. Hoffentlich bringt der Tag nur gute Neuigkeiten. Wie viele Speicherlagerfeuer hier sind. Wahnsinn. Guten Tag. Guckt mir nicht auf den Hintern, Mensch. Die Minute hier kostet mich gute Schärfe. Achso, das nennt er, warte mal. Will er immer mal wieder gucken, weil es kann ja sein, dass der vielleicht noch mal wieder bessere Waffen hat oder irgendwelche tollen Sachen. Seilwerfer, guck mal, siehst du? Seilwerfer, den haben wir nämlich nicht. Glaube ich, oder? Hat man einen Seilwerfer? Schattenkriegsbogen, ist der nochmal besser als den, den wir haben? Doch, definitiv. Guck dir das mal an. Der hat ja auch eine ganz andere Form. Schattenkriegsbogen. Schattenrassler. Schattensprengschleuder. Den können wir uns aber nicht kaufen, weil wir einen Tramplerherzen leider nicht haben. Aber Seilwerfer. Hatten wir einen Seilwerfer, sag mal? Nee, kaufen wollte ich nicht. Warte mal. Inventar, Waffen. Seilwerfer. Ne, siehst du, den hatten wir nämlich nicht in lila. Den hatten wir nicht in lila, den hatten wir nur in blau. So. Ach, guck mal, das sind ja auch unterschiedliche Bögen. Guck dir das mal an. Bei ihm hat er ja was anderes angezeigt. Hier haben wir ja einmal den normalen Pfeil oder den verbesserten Pfeil, sagen wir mal. Ah, nee, Scharfschussbogen. Ich rede ja wieder Blödsinn. Also den normalen Scharfschusspfeil. Dann haben wir diesen Art Sprengpfeil oder diesen, naja, wie heißt das hier? Naja, ihr wisst schon, was ich meine, wo wir halt die Rüstung halt runterschießen können. Und dann haben wir noch diesen komischen Plündererpfeil. Den haben wir ja auch nochmal. So, und dann haben wir hier den Kaja Schattenjägerbogen mit Feuerpfeilen und dann die verbesserte Version. Und dann haben wir die Stolperpfeile. Also wir sollten uns auf jeden Fall den Seilwerfer holen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Den konnte ich mir, glaube ich, auch leisten. Seilwerfer, den auf jeden Fall. Jägerbogen, das ist ja der, den wir haben, der normale Jägerbogen. Dann haben wir hier noch den Schattenkriegsbogen. Okay, Scharfschussbogen haben wir nämlich. Schattenrassler. Den können wir uns eh momentan nicht kaufen, aber Schattenkriegsbogen, der interessiert mich irgendwie. Absteigend sortieren, Aufgabe erstellen, Film abspielen. Mal gucken, ob es. Feuerelement. Okay. Feuerelementladung ab. Sie kann Feinde verwundbar machen und so für einen Vorteil im Kampf sorgen. Kann modifiziert werden. Was ist das denn? Das interessiert mich jetzt aber mal. Dieser komische. Hier unten rechts da. Das ist, scheint so eine Anti. Es ist ja so eine grüne Version. Es gibt ja einmal die Verderbnis. Das ist ja so ein roter Kreisel. Und das ist so ein grüner Kreisel. Das scheint irgendwie so ein Gegenmittel zu sein. Oder. Ich weiß auch nicht. Aber der sieht ja schon sehr interessant aus. Aber ich kaufe mir erstmal. Ich kaufe mir auf alle Fälle erstmal Schattenseilwerfer. Ist ja auch Blödsinn, warum ich überhaupt im Inventar geguckt habe. Es wird ja immer unter der Waffe immer. Hier ist so ein Beutel angezeigt, wenn man die Waffe hat. Also insofern ist egal, kaufen wir es erstmal. So, ausrüsten, ja. Und zwar packen wir das dahin. Zack, dann sind nämlich schon mal komplett lila. Outfits, da gucken wir auch noch mal ganz kurz rein. Ob wir da auch noch was ganz Tolles außer Rammfallbrecherin schwer. Nee, das sind, glaube ich, auch keine neuen Sachen, ne? Das sind, glaube ich, keine neuen Rüstungen. Nee, die sind alle gleich. Gut, also müssen wir uns dann nochmal irgendwie ein Tramplerherz organisieren. Dann können wir uns nämlich dann auch. Es soll zu unserer Sicherheit sein. Diesen. Erzähl Bogen das mal meinen Kunden. Das wäre nochmal interessant, diese Anti-Verderbnis-Pfeil oder was es da ist. Das sah schon sehr interessant aus. Ja, stillgestanden. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian. Ach, die bewegt so die Lippen, das habe ich ja noch nie gesehen. Kamerasteuerung nicht verfügbar. Okay, dann nicht. Yep. Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Oh, das sieht schon. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat. Sieht schon geil aus.
Ein schöner Tag, um Dinge zu erledigen. Oh, ganz außer Puste, die Arme. Kamerasteuerung nicht verfügbar. Oh. Hm, das finde ich schade. Ich hätte mir gerne so einen kleinen Überblick verschafft, aber ich glaube, das geht hier nicht. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Viel Glück beim Durchkommen? Ist das Action? Oder ist das wirklich? Rede mit dem Hauptmann des Kontrollpunkts. Stopp, genau da. Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Natürlich. Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Geht doch. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Deine Schwester? Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Na, will ich mal aufhören zu saufen. Ich habe auch jemanden verloren. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Es wird leichter. Nö, ich glaube, ich habe auch jemanden ich, verloren. Ich habe auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob's das besser macht? Ja, wie kommt das? Was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ja, wo bin ich hier? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Nee, eigentlich noch nicht. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Ja, wir wissen es ja nicht. Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Na ja. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Jetzt. Okay, dann komm. Obwohl ich glaube noch nicht mal, dass er böse ist, Olen. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, er wurde benutzt. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Kann man hier jetzt Fotos machen? Immer noch nicht verfügbar, ist ja Sauerei. Gerade hier könnte man so schöne Fotos machen. Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Ich bin die Sucherin. Lassen Sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Was?
Guck dich mal an. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Was für ein Turm? Der Turm? Oder der Turm?